Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forever Stranded mit Valui und mit Katze. Hallo, ich bin Valui. Und ich sitze mit meinem Hund auf einem Baum. Mit deinem Hund. Guck mal, Katze, ich habe jetzt auch den Reward freigeschaltet, dass wir Overworld-Ding geschafft haben, weil das war ja schon längst überfällig. Ja, okay. Hier sind Eisbären. Außerdem ist da so krasses Zeug drin. Du sagst, was wir davon nehmen sollen, okay? Machen wir gleich, ja. Weil das ist halt schon übertrieben. Oder sein Eisbär-Baby. Oh. So, Mystical Crops, das habe ich halt gesammelt. So, bitteschön, das ist easy. Ah, der Creeper so, hat auch okay, dann noch. Gucken wir mal, was hast du fertig? Mystical Crops. Oh, jetzt haben wir Magical World freigeschalten. Dadurch irgendwas. Ja, weil weiß ich nicht. Ach so, weil ich Mystical Agriculture vielleicht durch habe? Das kann sein. Ich habe 2 Block of Diamond bekommen. Ich habe Ball of Four gekriegt. Und was, von wo gibt's noch eine Quest, die ich... Erste hatte? Seite. Survival. Portal Home. Ja. Tipp the Portal... Ah, okay. Wir müssen wählen zwischen einem Dragon, zwischen 6 Draconic Cores, 2 Luchas oder 2 Luchas. Oh, shit. Oh nein, er haut beim Hund. Ich jetzt mal mit Absicht. Zweimal die Draconic Cores, einer nimmt 2 Luchests. Er hat mein Hundi umgebracht. Ich habe die Luchests genommen. Die Draconic Cores genommen. Okay, dann nehme ich die Luchests und sie soll noch die Draconic Cores machen. Guck ich in die Luchest rein. Compressed Diamond Hammer. So krass, Zeug in die Luchest. Banz! Batz, ich kann's nicht anlegen. Ich habe einfach die Hälfte der kompletten Dragon-Rüstung, also der OP-Rüstung, bekommen und eine Dragon-Egg-Mill. Es hat sich einfach gelohnt. Alter. Nice. Full Set gives you flight. Straight Fire Resistance und Resistance. 20 Armor-Toughness und 7 Armor. Alleine der Helm. Ne? Jetzt kann ich das Zeug halt noch nicht nehmen. Ich brauche dafür 28 Defense. Apropos Defense, ich muss allgemein noch eine Sache weiter leveln. Kriege ich von dir die Sachen, wenn du sie nicht anziehen kannst? Ich kann sie anziehen. Ich werde dich nicht stärker und untötbar für mich machen. Das ist einfach aus Erfahrung. Oh, fies. Das verstehe ich jetzt nicht. Überhaupt nicht, ne? Blauli, nächstes Highlight. Was denn? Darf ich dir mal kurz was zeigen? Ja. Okay, warte. Moment. Ich muss da hin. Okay, du darfst dich jetzt nicht wundern gleich, okay? Komm mal mit. Es hat nicht lang gebraucht, ne? Man muss es mal dazu sagen. Es hat wirklich nicht lang gebraucht. Wir sollten hier eventuell abernten. Und jetzt können wir es ja mit der Creative Gießkanne auch gießen. Ich bin Level 72 in Farming. Yay! Herzlichen Glückwunsch. Boah, warum ruckelt Miri, erkundest du gerade die Overworld? Nee, das Ruckeln hier kommt von der Gießkanne. Nee, ich glaube, Miri erkundet wahrscheinlich auch, deckt gerade Gebiete auf. Ja, aber deswegen ruckelt es doch nicht. Deswegen leckt der Server, aber das ruckelt ja nicht. Alter! Das ist halt echt die Gießkanne. Übel. Ich glaube, wegen dem Fertilized Soil, weil das halt echt, aber das ist halt echt schnell, wie das Zeug jetzt wächst. Ja, jetzt hast du halt Essen in ein paar Sekunden sozusagen. Da muss ich jetzt den Mechanical User und dann direkt abernten. Ja, oder der kann so. Das ja nicht, haben wir ja schon versucht. Ah, stimmt, haben wir ja probiert. Stimmt. Ja, nice. So, oh, Magical World. Ja, yay. Magical World. Geht noch nicht. Warum geht das nicht? Requires the Overworld. Haben wir. Da ist ein Hai. Wir haben doch die Overworld. Oder haben wir noch nicht die Overworld? Das ist auch noch eine Quest, die nicht ganz aktiviert war. Ah, das war doch hier dieser Erdblock. Wo war er denn? Wo ist der Hai hin? Ja, das andere hat sich wirklich gelohnt. Jetzt können wir auch die Gießkanne verwenden. Das wäre echt auch nicht schlecht. Also ich kann die Gießkanne verwenden, wenigstens für Boosting zwischendrin. Und das freut mich auch sehr. So, dann, da ist das Silicon drin. Das ist wirklich cool. Die Folge der großen Ereignisse würde ich sie nennen schon fast, weil das halt echt krass ist. Nee, den Potato Juice, den lassen wir lieber mal hier. Toll, wieso hat das denn nie einer von euch abgegeben? Oh.
Was denn? Was? The Overworld. War schon längst detected. Wo denn? Ja, unter Other Worlds. Wollte ich nicht. Cool, ich werde mich mit Embers beschäftigen, weil ich es noch nie gemacht habe. Echt? Ich finde auch, dass du eigentlich das, so viele Quests, was denn Rocket Science los? Dabei die Other Worlds machen könntest, ne? Nee, Rocket Science, nee. Da hatte ich letztes Mal so schlechte Erfahrungen, nee. Nee. Wir müssen auch langsam mal sicher wieder in Botania rein. Müssen wir? Warum? Weil Botania eine der Quest-Sachen ist, die wir brauchen. Habe ich nicht gesehen bisher. Wo? Schau bei Other Worlds und schau aufs Endportal. Ah, okay. Da gibt's auch nochmal cooles Zeug, sehe ich gerade. Quests. Wahrscheinlich wieder krasses Zeug drin. Muss auch so ein blödes Portal bauen, wie wie jetzt auch. Supi. Ach hier, wir müssen auch in den Twilight Forest, aber das machen wir erst, wenn wir gutes Equipment haben. So, ich habe gerade nochmal unsere kompletten Speichereinheiten verdoppelt. Wir haben jetzt 40 Festplatten insgesamt. Dann machen wir noch das hier, einfach weil wir es können. Wir können das anscheinend nicht. Komme ich dann an Ember ran? Gar nicht? In der anderen Welt wahrscheinlich, in der Overworld. Wenn die Overworld halt dafür benötigt war, gehe ich davon aus. Du kannst sie nicht mit Laser finden. Kannst sie nicht, also musst du sie wirklich aus dem Boden ziehen, wa? Farmen dafür. Katze, der Mechanical User, der ist doch im Prinzip auch sowas wie eine... Ne? Ja. Ich denke auch. Lauli, kennst du das Wort Hauptwort? Das fehlt im Satz. Weißt du schon, was ich meine? Wie heißt das Ding? Ja, ich will damit halt meinen gehen, automatisch. Wie heißt das denn? Sowas wie Digital Miner oder sowas? Nein, der Mechanical User ist das nicht. Du redest vom Bildersblock. Der Bilder meine ich, ja. Ja. Das würde funktionieren, aber wie nimmst du die Energie mit? Ja, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Haben wir keine Möglichkeit momentan. Gibt es keine Tesseracts oder sowas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Baby-Eisbär. Hm. Überleg noch mal ganz lange in dir drin, wie man vielleicht hier irgendwie... Indem du einen Generator mit dir rumschleppst. Ja, aber der ist nicht schnell genug. Ja, anders geht's nicht. Okay, ich kann mir keine andere Möglichkeit überlegen. Es sei denn, du holst hier einen Reaktor mit. Das wäre noch eine Möglichkeit. Also einen kompletten Reaktor noch mal so einen kleinen mitnimmst da ein Baby und den dann dabei. Dort betreibst. Der würde reichen. Aber das wäre dann wirklich ein 3x3x3 Reaktor. Ja, so ein kleiner halt, schon klar. Aber der macht auch nur 200 RF pro Tick, ne? Dann läuft die Query auch nicht unentwegt durch. Query, dankeschön, das Wort hat mir gefehlt. Warum gibt es denn keine Möglichkeit, Energie... weißt du, was wir ausprobieren können? Ein Shrinking Device. Und also gucken, ob da drin ein Reaktor laufen würde. Würde er. Den ich dann da drin transportieren kann. Also, dass ich den Block abbaue und der ist da noch drin. Ich weiß nicht, ob der da drin dann noch drin ist. Du kannst dir ja einfach mal einen kleinen Miniaturblock erstellen, da einen Woodenblock reinstellen und dann den Miniaturblock abbauen. Also ich suche mir eine Compacting Machine, oder was? Kannst du mir da einmal bei helfen? Mir es auch erklären gerne, dann weiß ich es für die Zukunft. Die Compacting Machine müsste ja sogar noch stehen eigentlich. Gucken wir gleich. Ich habe die nicht abgebaut. Ja, aber die sind alle hier drin, die Double Comp. Ne, die Miniatur Field Projektoren sind alle im ME. Ja, also hat es jemand abgebaut. Ich glaube, als wir das alles umgebaut haben, haben wir die weggebaut. Ja, wenn ich mit meinem Ding fertig bin, zeige ich dir das. Du kannst die Dinger schon mal rausholen, wenn du willst. Also das Stromkabel. Ich hitte das Stromkabel einfach selber, das war super. Muss da noch eine Zwischenstufe zwischen dem ganz großen Reaktor geben und dem
Ja, den Reaktoren Ding, was ich da gebaut habe. Bauen. Du kannst einen 3x3 Reaktor bauen. Du kannst auch noch einen größer machen. Du kannst einen 5x5 Reaktor bauen. Ja, nee, auch geht 6, nicht auch 4x4? Es könnte sogar auch gehen, aber... Aber das, was du ja gebaut hast, ist ja kein 5x5 Reaktor. Stimmt, ist es nicht. Schau mal ganz fix. So, jetzt. Aus. Geht wieder eine Quest nicht. Welche? Sag mir. Die 1K-Quest von Applied geht nicht. Okay, Applied Logistics. Warum gehen die denn alle nicht? Ja, manchmal. Hast du deine Flut-Storage-Zeit auch gebaut? Ja, habe ich. Ist im System sogar drin. Okay, dann mache ich da jetzt eine Checkbox raus. Bitteschön. So, dann kannst du sie abgeben. Kannst machen. Oh Gott, du hast gerade das Game. Cool. Iron Battle Axe und Diamond Pickaxe. Passt, ne? Komisch, dass nach rechts sich das nicht erweitert hat. Weil eigentlich rechts in meinem Creative Book noch die nächsten Storage-Zellen drin stehen. Ja, das liegt daran, dass ich die 4K noch nicht gemacht habe. Es werden ja immer nur die weitergemacht, daneben dann sind. Ne? Ja, alles gut. Sorry. Gut. Dann bauen wir halt einen kleinen. Aber ich sehe es schon, das 5x5 ist so das Normale als nächstes. So. Was habe ich denn überhaupt noch von der. Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen. Cases, hier haben wir einen Control Tab. Das andere bauen wir uns jetzt nochmal fix. Das bedeutet, wo ist das Helorium-Becken? Ja. Oh. Oh, was ist das? Ein Dorf? Hallo? Was hast du im Mittelmeerdorf gefunden? Und ich die alle. Ich auch nicht. Oh mein Gott, es ist eins Miri. Let's go away now. Cool, ihr habt aber schönes Gemüse. Warum habt ihr einen Busch mitten im Wasser eingepflanzt? Seid ihr dumm? Her. Immer nur her. Ja, die wollten das unbedingt. Oh, das haben wir noch nicht. Dankeschön. Her. Miri mobbt Villager. Ha. So, jetzt haben wir auch vier Crafting Terminals. Ha. Das Pattern Terminal ist oben drauf. Nicht, dass dich das interessieren muss. Dankeschön. Das ist ein König. Was? Wie ein König? Das sieht aus wie ein König. Was bist du? Nein, das ist ein Bauarbeiter. Minenarbeiter oder so. Fast dasselbe wie ein König. Ich finde es schön, dass du da auch nicht differenzierst oder so. Okay. So, dann noch. Brauchen wir einen Kompost? Einen Kompost? Ja, was? Brauchen wir das? Bin ich. Brauchst du es? Hm? Bin mir nicht ganz noch. Sicher. Access Port. Wände und dann sind wir fertig hier. Cool, was es hier alles gibt. Ja,
Wenn den Reaktor irgendwann noch größer. Voilà! Ja. Wow. Was denn? Lass mich doch böse lachen. Das? So. Also jetzt fehlt mir halt nur noch deine Hilfe mit dem Shrinking Device. Hab alles vorbereitet, was ich brauche. Eine Nature Chest. Das sieht aber cool aus. Okay. Ach, das war das, stimmt. Das müssen wir irgendwann noch machen. Shrinking Device. Also ich habe auf jeden Fall den Field Projector. Hast du vier davon? Acht. Du hast nur vier, aber okay. Dann frage ich mich, warum du acht gebaut hast. Weil wir zwei verschiedene Größen haben. Wir machen jetzt einfach mal... Wir brauchen ja für so einen Reaktor, der gerade mal 5x5 ist. Weiß ich nicht. Du brauchst ja nicht so viel Platz. Ich glaube 5x5 Platz. Du brauchst aber trotzdem schon für einen 5x5 Block, also für die Größenordnung im Endeffekt, brauchst du schon ein bisschen Platz, Kollege Stego. Ich würde mindestens auf Gold gehen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Gehe mal davon aus. Aber erstmal brauchen wir sowieso von den Maschinen Walls was. Bedeutet Iron. Da jetzt aus den Sachen erst was kleineres craften. Wir müssen erst was kleineres craften, damit wir weitermachen können. So, es reicht ein 3x3 Feld gerade. Das Problem ist, das muss irgendwie speziell sein. In jede Ecke mal einen rein. Ach Quatsch, halt, stopp. Ich glaube, das geht gar nicht. Wir müssen nochmal eins, zwei. Cool, die haben eine Lampe. Oh, was haben die denn hier? Mit was man mich begeistern kann. Cool, die haben eine Kaffeemaschine. Dann nimm sie mit. Was ist eine Canola-Presse? Und was ist ein Crusher? Crusher mitnehmen. Okay. Hab ihn mitgenommen. Noch nicht tief genug, Katze, kann das sein? Missing Opposite Field Generator. Nee, die Range ist noch nicht groß genug. Ich nehme die Kaffeemaschine mit. Ich gehe schwer davon aus. Ist okay für dich, oder? Mhm. Was ist ein Atomic Reconstructor? Mitnehmen, bitte. Warum steht es hier mitten im Haus? Bitte alles mit. Warum? Aber es gehört ihnen. Ich kann doch ihr Zeug nicht klauen. Miri, nimm das mit. Aber das ist nicht mein. Weil es das ist, was ich jetzt gerade sowieso craften würde. Dann kannst du es auch mitbringen. So. Ich habe auch einen Laser. Ich bin übrigens sehr unzufrieden damit, dass es einfach abgebaut wurde, obwohl ich es nicht abgebaut haben wollte. Warum habe ich einen Knopf? Jetzt, okay. So, folgendes, wir haben jetzt... Wow, Small Storage Crate, brauchen wir ein paar von den Walls. Bedeutet, Walls, das hier. Dann zum Aktivieren Redstone reinwerfen, damit das geschrinkt wird. Cool. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe die Struktur gebaut, Iron Block plus ein Redstone oben drauf. Und dann wirfst du einen Redstone in diese orangene Box rein. Du darfst nicht in der orangenen Box stehen, sondern du musst es von draußen auf die orangene Box werfen. Damit baust du jetzt die Walls. Correct. Wie viel brauchen wir davon? Für das Ding, was du bauen wolltest, jetzt nicht unbedingt so viele, aber wenn wir sowieso gerade das Ding wieder aufgestellt haben, an der Stelle, wo es nicht stehen bleiben wird, können wir gerade noch ein paar mehr machen. Genau, was du noch holen kannst, ist ein Goldblock. Okay, wir haben kein Gold mehr. Wir haben kein Gold mehr. Vielleicht finde ich was im Dorf. Wir haben du hast doch gar nicht genug Platz, überhaupt alles mitzunehmen. Nein, habe ich nicht. Du musst auf jeden Fall dir das merken, weil das, was der da alles hatte, war jetzt nicht gerade unbedeutend für uns. Aber den Reconstructor und den Crusher nimmst du bitte mit. Ja, schon eingepackt. Dafür schmeißt er dann irgendeine Seed weg oder so. Ja, klar, habe ich schon. Gut. Hast du schon einen Goldblock? Oh, ich mag ihn. Er hat lauter lila Teppich in seiner Wohnung. Hallo. Danke, dass ich hier kurz rein durfte. Ich gehe schon wieder. Katze, ich habe keine Ahnung, wie dein blödes neues Smart Output funktioniert. Klär mal bitte. Du nimmst Goldding, lässt es da reinfließen und jetzt nimmst du da einfach das Ding raus, weil es instant gecastet ist. Was da hinten rechts, wenn ich hier dieses... Aber ich kann da nichts anklicken, oder? Nee. Weil ich da unten kann ich nicht umschalten zwischen Cauldron Mode und... Nein, dafür bräuchten wir ein Upgrade, ein spezielles. Ach so, aber okay.
Aber das ist ja auch schon... Alter, ist das geil, das Ding. Ist halt instant. Entschuldigung, jetzt habe ich alles rausgenommen. Ich mach kurz den Block. Niemand klaut hier was, ich guck nur. Ich guck nur. Ihr müsst nicht so vorwurfsvoll mich ansehen. Was machst du jetzt? Komm mal nach Hause, würde ich sagen. Okay. Ich habe eh keinen Platz mehr im Inventar und bringe euch das ganze Zeug, das ich aus dem Dorf mir ausgeliehen habe. Weißt du da auch einen Redstone rein? Nein, da kannst du jetzt eine Enderpearl reinwerfen. Hab ich nicht. Ja, dann... Das System. Oh, guck mal, da oben in unserem... Aua! Hat nicht funktioniert. Mit Kudolapp! Hast du nicht gesagt? Ich hab doch das Redstone auch mit Kuda reingeschmissen. Warum solltest du die Enderperle da reinwerfen? Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Hast du gerade die Enderperle geworfen? Ja. Das hat aber auch gegen die Wand gebohrt. So ein Lappen. Aber ich glaube, jemand muss was machen. Nein, das gucken wir noch an. Oder? Also wir sind echt wieder bei langen Folgen heute. Krass. Aber stimmt. Da ist dein Gedöns, ne? Dankeschön. Und plopp. Da hast du es. Jetzt kannst du es irgendwo hinstellen. Cool, ich teste das in der nächsten Folge aus. Also wenn ihr wissen wollt, ob man das ausbauen kann und dann noch wieder einpacken kann, dann müsst ihr morgen wiederkommen. Was hab ich Server jetzt ist tot. Ah. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, passt. Macht's gut. Ciao. Und bleibt schon feurig. Tschüss. Tschüss. Throw your cranes up.